Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Ja, wir haben hier eigentlich alles erledigt gehabt, mit allen Crewmitgliedern gesprochen und können jetzt wieder weitergehen. Und ich hätte gesagt, wir starten. Oh, wir sind bei Sol. Okay, im lokalen Cluster. Oh, krass. Wir starten der Dings, einen Besuch ab. Die Citadel und Omega. Wo war denn Omega? Ach, hier ist Omega. Auf Omega sollten wir nämlich auch noch 3 Missionen bekommen. So, Nebenmissionen. Nebenquests. Und deswegen würde ich jetzt ganz gerne mal bei Omega vorbeischauen. Hoppala. Ah, nicht vorbei. Hey! Nicht vorbeifliegen. Dann docken wir mal an hier. Schauen wir mal, ob wir diese 3 Missionen auch finden. 2 sollten im Afterlife sein und einer ein bisschen außerhalb. Außerdem wollen wir mal, will ich noch schauen, ob es irgendwas Neues zu kaufen gibt. Auf der Citadel gibt es ja definitiv was zu kaufen. Deswegen will ich da auch nochmal vorbeigehen. Und danach schauen wir mal, wie es mal weitermachen. Wahrscheinlich würde ich danach, wenn wir auf Omega und auf der Citadel gewesen sind, eine von den Loyalitätsmissionen, also Gefährtenmissionen, erledigen. Ich weiß bloß noch nicht genau, welche. Weil Garrus und Tully, genau die 2, die ich eigentlich ganz gerne jetzt in der Gruppe haben würde, für die gibt es leider noch keine. Tully müssen wir eh, glaube ich, noch auf hochskillen. Die dürfte noch gar nichts haben. Garrus hat 3 Punkte, da können wir nichts holen. Und panzerbrechende Mission geht ja noch nicht. Und Tully hat 20 Gruppenpunkte, da können wir noch einiges machen. Es gibt eine Kampfdrohne, die haben wir auch schon einen Punkt drauf. Das erzeugt eine Tech-Drohne, die feindliches Feuer auf sich zieht. Sie kann sie durch Elektroschocks kurzzeitig betäuben und ihre Schilde beschädigen. Es kann immer nur eine Drohne aktiv sein. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Was gibt's denn da? Die Aufladezeit der Drohnenangriff geht runter. Gesundheit geht hoch. Dauer 18 Sekunden, ja okay. Dann gibt es KI-Haken noch. Da brauchen wir aber Stufe 2. Hetzt synthetische Feinde auf ihre eigenen Verbündeten. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Quarianische Maschinistin. Das ist die Kampffähigkeiten und Waffenschaden werden verbessert und die Dauer der Kräfte werden erhöht. Oh je, oh je. Und Energieentzug geht noch nicht. Das saugt kinetische Barriere des feindlichen Energie ab und damit die eigenen Schilde zu stärken. Das hört sich auch nicht schlecht an, gerade wenn der Feind Barrieren hat. Dann hätte ich gesagt, gehen wir auf jeden Fall mal auf Stufe 2. KI-Haken auf jeden Fall Stufe 1. Und Maschinistin auch auf 1. Wobei, da würde ich vielleicht sogar auf 2 und 3 hochgehen. Und Kampfdrohne wird man auch auf 3 hochgehen. KI-Haken definitiv 2. Und jetzt kommt es drauf an. Gehen wir mal nochmal auf KI-Haken auf 3. Weil wir brauchen ja auch noch Punkte für das. Okay, das kann man auch wieder runter machen, aber naja. Oder machen wir tatsächlich. Na, was bringt denn das? Quarianische Maschinistin. Tallys Tech-Fähigkeit wird erhöht. Zusätzlich zur Dauer. Ja, Kräfte oder Waffenschaden. Und was ist bei der Kampfdrohne? Angriffsdrohne, Upgrade von Kampfdrohne, sodass ihr Elektroschockangriff auch Gesundheit, Panzerung und biotischen Barrierenschaden zufügt. Also immer alles. Oder explosive Drohne. Wenn die Kampfdrohne zerstört wird, wird Impulsenergie freigesetzt, die allen Feinden der Nähe beträchtlichen Schaden zufügt. Ich würde sagen, ich nehme das hier mal und das hört sich nämlich nicht schlecht an, weil dann macht ihr Angriffsdrohne bei jedem Feind, egal was, wie, wo, Schaden. Das finde ich nämlich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die Angriffsdrohne, genau, das haben wir ja schon vorgelesen. Dann nehmen wir mal das hier. So, und damit ist Tully ausgerüstet.
Beziehungsweise Shepard. Ist die Locust? Moment, jetzt muss ich nochmal schauen. Landkanone von Locust. War das jetzt. War das die Tempest, die ich eigentlich immer hatte? Ich meine, wir brauchen es wahrscheinlich nicht. Aber warum wechselt er immer zur Locust? Die Locust gefällt mir nicht wirklich. Oder was die Locust? Ich vergesse es jedes Mal, welche die richtige ist, die wir drin hatten, die ganze Zeit. Dann bleiben wir mal bei der Locust. Och, Tali kann eine Schrottflinte benutzen. Okay. Okay, nehmen wir die hier. Und die Handkanone. Ja, ich denke, das müsste eigentlich auch passen. Konnte Tali auch schon eine Schrottflinte im ersten Teil benutzen? Ich glaube nicht, oder? So, dann wollen wir doch erstmal speichern. Und, wir gehen zum Afterlife rein. Moment mal, die Geschäfte gibt es, glaube ich, hier drüben. Da sollten wir auch nochmal vorbeigehen. Ja, okay. Dann erstmal hier rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Ich bin in einer wichtigen Geschäftsbesprechung. Barmann? Müssen wir mit dem reden? Ne, das ist ein Torianer. Das ist nicht der, mit dem ich reden will oder muss für die eine kleine Quest. Anto brauchen wir auch nicht. Okay. Der ja, der sollte auf jeden Fall eine Quest haben. Aria hat Arbeit für Sie, falls Sie interessiert sind. Ja, klar. Aria hat einen Job, der erledigt werden muss. Lust auf ein bisschen Arbeit? Und wie sieht der Job aus? Das kommt darauf an, was Aria so vorschwebt. Aria hat Wind davon bekommen, dass ein paar Söldner vom Bloodpack einen alten Bekannten von ihr umlegen wollen. Einen Kroganer namens Oracle. Sie möchte, dass sie das verhindert. Oracle und hier steht Patriarch. Okay. Warum den Patriarchen töten? Welches Problem hat das Bloodpack mit dem Patriarchen? Wenn Sie Oracle kennen würden, müssten Sie das nicht fragen. Er kann einfach sein verdammtes Maul nicht halten. Manche Leute stehen gar nicht auf seine Geschichten. Vor allem dann nicht, wenn sie wirklich passiert sind. Okay, ich würde sagen, wir machen es einfach mal. Ich sehe es mir mal an. Gut. Oracle ist unten, vermutlich im Kreise seiner Fans. Verstecken Sie ihn, bis die Söldner sich wieder verziehen. Kommen Sie wieder her, wenn die Sache erledigt ist. Dann kriegen Sie, was Ihnen zusteht. Alles klar. Ich komme wieder, wenn der Job erledigt ist. Viel Glück. Das hört sich doch ganz gut an. So, Aufträge. Der Patriarch. Dem Patriarchen unten im Afterlife in einen der Nebenräume finden und ihm sagen, dass er sich verstecken muss. Arias alter kroganischer Berater, der Patriarch, ist in Gefahr, weil einige Schläger sich einen Namen machen wollen. Aria möchte, dass der Patriarch woanders hingebracht wird, bis die Bedrohung vorüber ist. Okay. Da ist Aria, da wollten wir eigentlich nicht hin. Da müssen wir mal schauen. Ach. Untere Ebene. Haben wir mit der eigentlich schon geredet? Hm. Scheint so. Nur noch 4 Monate bis zum Entertainment-Ereignis des Jahrhunderts. So, Patriarch, wo bist du? Oder Oracle oder wie er auch immer heißen mag. Da geht's gar nicht weiter. Einen der Nebenräume. Auch Fistchen kennen wir ja auch. Ja, wahrscheinlich hier drin. Da ist er doch. Dann wollen wir doch mal mit dem. Aria war nicht immer so unnahbar. Reden. Bei der Messe wird jemand auftauchen und ein Treffen wollen.
Er hat mit dem Mord an Ihrer Familie zu tun. Reißen Sie ihm ein paar Finger ab. Dann erfahren Sie, wer Ihnen das angetan hat. Also, ich habe Arya gesagt, natürlich wusste ich, dass er kommt. Man nennt mich doch nicht umsonst Oracle. Ich kenne Sie nicht, Mensch. Ich bin der Patriarch. Arias Patriarch. Was wollen Sie? Fragen wir mal nach ein paar Sachen, bevor wir Ihnen das machen. Ich hoffe, so viel Zeit haben wir doch. Warum nennt man Sie den Patriarchen? Es heißt, ich würde alles wissen und sehen, weil ich irgendeine biotische Fähigkeit habe. Und Sie halten mich für verrückt. Sie hat mich als Berater behalten. Und als Trophäe. Okay. Deswegen Oracle. Orakel. Das heißt, Patriarch ist eigentlich vollkommen falsch übersetzt. Das müsste Orakel heißen. Naja. Was wissen Sie über Arya? Vor ein paar Jahrhunderten gehörte Omega mir. Als Arya ankam, hatte sie nichts als ihre Kleidung. Ich dachte, sie wäre nur eine Tänzerin. Sie hat die eine Hälfte meiner Männer umgebracht und die andere überzeugt, dass sie den Laden besser führen kann als ich. Sie kam zu mir, hier in diese Bar. Wir haben den Laden zerlegt. Sie hat eines meiner Herzen zerquetscht und die Hälfte meiner Knochen gebrochen. Und mich am Leben gelassen. Und warum? Warum hat sie sie am Leben gelassen? Passt doch gar nicht zu ihr. Sie zerstört nicht, was sie noch brauchen kann. Sie sagte, ich bekäme alle meine bisherigen Vorrechte, wenn ich ihr Berater würde. Ich wusste, wie die Dinge laufen. Ich wusste, bei wem ich mich anlehnen konnte, wen ich niederschlagen und wen ich anlächeln musste. Und alle, die mich respektiert hatten, sahen mich besiegt und gebrochen. Sie wussten, dass sie trotz all meiner Kraft die Stärkere war. Krass. Hat er Feinde? Es gibt Gerüchte, dass manche Leute sie tot sehen wollen. Wissen Sie was darüber? Mir fielen einige ein. Ich weiß Dinge, kenne alte Geheimnisse, alte Zwistigkeiten, weiß, unter welchen Bodenbalken man Leichen finden kann. Jemand, der Arya schwächen will, könnte es auf mich abgesehen haben. Sie würden es tun, um an sie ranzukommen. Um mich geht's dabei gar nicht. Ich bin nicht mehr wichtig genug, um eigene Feinde zu haben. Okay. Ein so alter Kroganer wie Sie hat bestimmt einige großartige Geschichten zu erzählen. Ich habe vor langer Zeit gelernt, dass niemand wirklich an alten Kriegsgeschichten interessiert ist. Man fragt nur danach, damit ich das Gefühl bekomme, noch für irgendwas zu taugen. Wenn Sie lange genug bleiben, werden Sie alle meine Geschichten hören. Vielleicht fallen Ihnen ja sogar selbst ein paar neue ein. Okay, dann müssen wir hier raus. Einige Leute wollen ihren Tod. Ich soll sie in Sicherheit bringen. Ist es wieder soweit? Gute alte Arya. Im Notfall ist sie immer für mich da. Sie schickt jedes Mal jemand anders, als ob ich nicht wüsste, dass sie mich beschützt. Als ob man mich umsonst Oracle nennen würde. Oh, dann würde ich sagen, nehmen wir das mal. Kleiner Vorschlag. Um die Attentäter kümmere ich mich. Ach, was macht das schon für einen Unterschied? Meine Kämpfe bestreitet immer jemand anders für mich. Nein, Sie bleiben ein mächtiger Warlord, der seine Truppen anführt. Sie sind nicht nur Arias Trophäe. Sie sind dann also mein Krant. Na klar, wie konnte ich das vergessen? Dann los! Ich werde mich im Sieg baden, wie in den guten alten Zeiten. Und gut. Okay, dann sollen wir Schläger finden. Sich um den Patriarchen kümmern. Und 2 plus Vorbild. Ja, das haben wir gemacht gehabt. Jetzt müssen wir den Schläger finden. Die Schläger im Afterlife oder in der direkten Umgebung finden und sie im Namen des Patriarchen ausschalten. Gut.
Hallo, ihr Schläger, wo seid ihr? Ich hab's schon beim letzten Mal kapiert. Ich arbeite am Verladedock, okay? Lassen Sie mich in Ruhe. Es ist nur die Frage, wo. Hier ist anscheinend niemand. Ich könnte mir vorstellen, dass draußen auf dem Flur jemand ist. Auch nicht? Hätten wir vielleicht aus der Tür vorne rausgehen müssen? Anscheinend. Weil da oben kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das ist. Die Shepard-Gedenkstätte auf Akus soll nächstes Jahr eröffnet werden, sobald die Sicherheit der Besucher gewährleistet werden kann. Admiral Steven Hackett wird dabei den Vorsitz führen. Okay, dann gehen wir halt mal hier raus und schauen da, ob wir da irgendwelche Schläger finden. Er ist noch da. Okay, dann schauen wir mal hier raus. Ja, okay. Aus dem Weg, Mensch. Sind Sie wegen des Patriarchen hier? Und wenn? Wollen Sie etwas dagegen unternehmen? Natürlich. Der Patriarch schickt uns. Wir sollen alles tun, was notwendig ist. Sie sind Oracles Grant? Ich wusste gar nicht, dass der alte Mann einen hat. Sie hätten Ihre Hausaufgaben machen sollen. Oh, ich würde sagen, das lief gut. Den Patriarchen informieren. Sehr schön. Und ich dachte, ich müsste selber kämpfen. Na gut. Auch nicht schlecht. Wir haben es geschafft. Sie starkes, tödliches Monster von einem Menschen. Überall auf der Station geht die Kunde von meinem Sieg. Jetzt werden Sie mich wieder ernst nehmen. Passen Sie auf sich auf, Patriarch. Leben Sie wohl, Mensch. Übrigens, hüten Sie sich vor Arya. Sie findet vermutlich gut, was Sie getan haben. Aber das ändert sich, wenn Sie das Gleichgewicht auf Omega ändern wollen. Ach, ich glaube, das erinnert Sie zu sehr an sich selbst. Okay. Mit Chris reden und wir haben... Und 7 plus Vorbildpunkte. Gar nicht mal so schlecht. Reden wir jetzt erstmal mit Chris. Der Angriff auf die Menschenkolonie Freedom's Progress hat zu einer spontanen, aber unklaren Reaktion geführt. Es wurden Hilfsschiffe losgeschickt, obwohl noch nicht bekannt zu sein. So, dann müsste ja hier in der Nähe sein. Ich glaube, hier drüben war er, oder? Ja. Arya will mit Ihnen reden, Mensch. Sie hat gehört, dass Sie sich selbst um die Killer von Bloodpack gekümmert haben. Ich würde Sie nicht warten lassen. Na ja, gut. Dann reden wir mal kurz mit Arya. Es heißt, Oracles Grant hätte die Männer ausgeschaltet, die ihn töten sollten. Witzig, ich wusste gar nicht, dass er einen Grant hat. Der Patriarch hat mehr Einfluss, als Sie glauben. Verstehe. Na gut, dann sollte ich wohl in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Das hatte ich zwar nicht verlangt, aber sie haben den Job erledigt. Sie haben viel für mich getan, Shepard. Ich möchte Ihnen auch einen Gefallen tun. Oh, nett. Wir schicken Ihnen die Koordinaten eines Lagers auf einer nicht erfassten Welt. Wenn Sie wollen, gehört es Ihnen. Okay, einfach so? Und was für ein Lager? Oh, das ist eine gute Frage. Ich frage einfach mal nach, einfach so. Wo ist der Haken? Kein Haken. Ich brauche es nicht und will nicht, dass es einfach so untergeht. Was immer Sie finden, Sie können damit machen, was Sie wollen. Okay. Arya und der Patriarch, da können wir was Neues fragen. Sie und der Patriarch scheinen eine gemeinsame Vergangenheit zu haben. Unsere Vergangenheit ist die Vergangenheit von Omega. Lang, blutig und für mich geht's immer gut aus.
Als ich herkam, gab es auf Omega keinerlei Gesetze. Ein Ort voller Möglichkeiten. Aber der Patriarch war etwas anderes. Ein mächtiger Freund. Mich überrascht, dass Sie je etwas anderes als Rivalen waren. Wir waren 100 Jahre lang Verbündete. Vermutlich hat er dann beschlossen, dass es jetzt reicht. Oracles Verrat war keine Überraschung. Er hat die Kämpfer unserer Organisation kontrolliert und war 10-1 in der Überzahl. Aber natürlich hatten seine Männer sich an gewisse Annehmlichkeiten gewöhnt, die die Arbeit mit Asari bereithält. Bessere Informationen? Attentate? Wie süß. Nein. Wir haben ihnen eher eine körperliche Entspannung angeboten. Oracles Männer haben ihn gruppenweise im Stich gelassen. Am Ende haben wir beide gegeneinander gekämpft. Genau hier. Der härteste Kampf meines Lebens. Aber natürlich habe ich gewonnen. Und der Name Patriarch? Patriarch klingt nicht nach einem Namen, der einer Asari einfallen würde. Ich fand ihn witzig. Er wollte Macht und wir haben so getan, als hätte er welche. Mit einem Wort, das für mein Volk gar nicht existiert. Am Ende habe ich den Titel dann sogar ein Stück weit respektiert. Und den Mann. Okay. Interessant. Bitte weiter. Brauchen Sie sonst noch was? Nein. Danke. Vielleicht komme ich später wieder. Warum suchen Sie sich nicht ein okay, Mädchen, zwei Abtrünniger. Naja. Sie sehen aus, als könnten Sie ein wenig Entspannung brauchen. Was soll's? Wie sieht's denn eigentlich aus? Ja, doch. Vorbild. Haben wir auch schon 3 von 5. Sogar mehr als 3 von 5 Kästchen. Ja, gar nicht mal so schlecht. So, dann wollen wir erstmal wieder zurück. Uns um die zweite Quest kümmern. Da müssen wir wieder zurückgehen. Ich habe schon gesehen, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich hätte es Vorbildpunkte gegeben, wenn ich den Planeten abgelehnt hätte. Okay, wahrscheinlich ein neues System, wo wir hinfliegen können. Das müsste ich mal nachschauen. Ich denke doch, sie hat es mir gegeben gehabt. So, mit Vorfahren müssen wir reden und ich hätte eigentlich gedacht, das hätten wir sogar beim letzten Mal schon gemacht gehabt. Aber, ja, gut. Da müssen wir einen Trink bestellen. Mal sehen, jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist doch toll, oder? Ich hätte Sie warnen sollen, Shepard. Tut mir leid. Was ist hier los? Sie kommen wieder auf die Beine. Aber lassen Sie es langsam angehen. Sie haben anscheinend die Regel Nummer 1 auf Omega gebrochen. Als Mensch bestellt man im Afterlife keinen Drink. Sind Menschen im Afterlife nicht willkommen? Es ist nur dieser eine batarianische Barmann. Er ist total angefressen, seit ein paar Batarianer vor einiger Zeit gestorben sind. Aber niemand unternimmt etwas dagegen. Menschen sind hier nicht gerade sehr beliebt. Hat der Barmann versucht, mich zu vergiften? Versucht ist das richtige Wort. Soweit ich weiß, sind Sie der erste Mensch, der das überlebt hat. Ich wollte mit meinem Freund Jake unsere neue Speditionsfirma feiern. Irgendwann war er volltrunken. Und eine Stunde später hat er Blut gespuckt. Ich werd's mir merken. Zurück an die Arbeit. Seien Sie bloß vorsichtig. So, Tagebuch aktualisiert, Barmann konfrontieren. Das ist die zweite Quest. Und ja, die fängt richtig toll an. So, wo sind wir denn eigentlich jetzt? Ah, hier hinten sind wir. Oh, und 2 Vorbildpunkte. Okay, nett. Dann wollen wir ihn doch wirklich mal konfrontieren. Guck, da sind wir wieder. Kenne ich Sie? Nein, nein. Ihr Menschen seht alle gleich aus. Hier ein Drink. Geht aufs Haus. Menge aufhetzen? Okay, probieren wir das mal. Was werden diese Leute wohl tun, wenn sie rausfinden, dass sie ihre Kunden vergiften? Was vergiftet er? Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram, Kumpel.
Wer ist als nächstes dran? Die Turianer? Die mögen Sie doch auch nicht, stimmt's? Beantworten Sie die verdammte Frage, Vorwen. Ich sehe schon, was Sie vorhaben, Mensch. Aber das lasse ich nicht. Okay. Man will ja kein Risiko eingehen. Krass. 50 Erfahrung und 5 Vorbildpunkte. Okay. Und damit ist sie abgeschlossen, oder was? Ja, tatsächlich. Der batterianische Barmann, der Menschen vergiftet hat, wurde zur Rede gestellt. Die Sache ist erledigt. Nun gut. Ja, so habe ich mir diese Quest nicht wirklich vorgestellt gerade. Naja, wie dem auch sei. Einer haben wir hier noch. Und müssen wir mal schauen, wo es die ist. Außerdem will ich mal die Geschäfte nochmal abklappern. So, theoretisch sollte es die beim, neben den Afterlife sein. Also draußen, schätze ich mal. Aber hier können wir erstmal mit Garus noch reden. Hier rumzulaufen macht mich ganz krank. Immer noch sterben Leute. Immer noch beuten die Starken die Schwachen aus. Nichts, was ich hier getan habe, hat daran irgendwas geändert. Ja, leider ist das wohl so. Okay, dann stöbern wir erstmal hier. Da gibt es nichts zu kaufen. Hallo, auf gehen. Ich, da ist er, mit dem wollte ich reden. Shepard? Shepard ist doch angeblich tot. Grüße. Ich hatte gehofft, Sie würden vorbeikommen. Ich bin Ish und das ist Cell. Sie sehen aus, als wäre es gut, Sie zu kennen. Brauchen Sie was? Nun, wenn Sie so freundlich wären, könnten Sie über einen Vorschlag nachdenken, den ich Ihnen unterbreiten möchte. Ich brauche fähige, vertrauenswürdige Leute, die für mich ein kleines Geschäft erledigen. Natürlich nichts Illegales und gut bezahlen. Was für Geschäfte machen Sie denn? Wichtige Geschäfte. So wichtig, dass wir mit Ihrer Hilfe ganz Omega verändern könnten. Was bedeutet ganz Omega verändern? Nun, ich wollte ja nichts sagen, aber manche Leute hier machen Geschäfte mit anderen Leuten in der ganzen Galaxie. Wenn ich Informationen über diese Geschäfte hätte, könnten wir einigen Staub aufwirbeln. Mehr sage ich nicht. Und was braucht er? Ich höre zu. Ich bin im Informationsgeschäft. Spezialgebiet An- und Verkauf von geheimen Materialien. Es ist nicht illegal. Ich brauche nur jemanden, der Päckchen an bestimmten Orten abholt und hierher zu mir bringt. Brauchen wir noch mehr Informationen? Ja. Wo ist der Haken? Kein Haken. Ich bin nur ein Geschäftsmann. Was meinen Sie damit? Nun gut, dann sind wir halt mal im Geschäft. Das mache ich. Meine Kontakte benutzen spezielle Zielpunkte. Sie müssen außerhalb von Marabs Geschäft auf der Citadel nachsehen und im Inneren der Eternity Bar auf Ilium. Suchen Sie nach allem, was ein Datenpaket enthalten könnte und bringen Sie es dann zu mir. Viel Glück, Freunde. So, Pakete holen. Pakete für Ish zu Marabs Geschäft auf der Citadel oder ins Interne... oder ins Eternity auf Ilium gehen und die für Ish bestimmten Pakete finden. Oder? Brauchen wir nicht beide? Diese Quest ist auch ziemlich verbuggt, soweit ich es gelesen habe. Ich erinnere mich selber jetzt nicht mehr dran. Das heißt, wir müssen beide Pakete holen. Und erst wenn wir beide haben, soll man zu ihnen wieder gehen. Wenn wir ihnen nur ein Paket geben, dann ist die Quest nicht wirklich abgeschlossen. Also, so irgendwie. Das muss ich nochmal genau nachschauen, glaube ich, wie das war. Ich will ja nicht, dass da irgendwie was passiert. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle drei Quests, die ich hier haben wollte. Und als nächstes gehen wir in den Markt und schauen, ob wir noch irgendwas finden. Bei Kens Bergungsgut waren wir ja schon. Dann müssten wir noch bei Harris Emporium reinschauen. Und ich glaube, das war's sogar schon. Und danach können wir mal zur Citadel gehen. Nun gut, so machen wir es, hätte ich gesagt. Aber dann würde ich sagen, mach mal jetzt erstmal Schluss für diese Folge. Ja. Macht's gut dann und bis hoffentlich zur nächsten Folge dann, wo wir uns um die Geschäfte kümmern und die Citadel mal wieder einen Besuch abstatten. Also dann, macht's gut!